Was mein Leben reicher macht, Haber nach Haber, Little by Little, Stück für Stück. Aufgepasst! Herzlich willkommen bei Angedacht. Viele Menschen denken, sie sind wie ein leeres Gefäß, obwohl um sie herum so viel ist und alles so angefüllt scheint. Aber im Inneren oft fühlen Menschen sich ziemlich leer und sie fragen sich, wie werden meine Bedürfnisse, meine tiefsten Bedürfnisse erfüllt. Tommy Emanuel, mein Lieblingsgitarrist, von dem ich in der letzten Woche schon ein kleines Video gedreht habe, der hat einmal ein Lied gesungen, das heißt Haba na Haba, und das ist Swahili, und der hat dieses Lied in Tansania entdeckt. Eine Company heißt Haba na Haba und das heißt so viel wie Little by Little, und dann kann man das weiter denken und weiter singen. Little by little, your pot will be filled. You will get what you need if you have faith. Wie wunderbar. Das heißt, Haber nach Haber, Stück für Stück, dein Gefäß, dein leeres Gefäß, das wird angefüllt werden, und du wirst das kriegen, was du brauchst, wenn du Glauben hast. Ja, wenn das so einfach wäre mit dem Glauben. Aber wir sind eingeladen zu glauben und zu vertrauen, dass unser Gefäß, unser leeres Gefäß gefüllt wird, Stück für Stück, Tag für Tag. Nicht für das Gestern, nicht für das Morgen, sondern für das Hier und das Jetzt, für Now and Here, wird dein Gefäß gefüllt. Das ist das Lied aus Tansania in Swahili. Und wenn ich an Jesus denke, dann sagt Jesus: Seht die Vögel unter dem Himmel, sie sehen nicht und sie ernten nicht, und euer himmlischer Vater ernährt sie dennoch. Hier am Entenfang, wo ich gerade stehe in Wesseling, ist es besonders klar und deutlich: die Vögel im Himmel, die Wildgänse, die jetzt teilweise schon wieder angerauscht kommen aus dem Süden, ja, Gott ernährt sie. Und am Ende fragt Jesus die Menschen: Seid ihr nicht viel mehr als die Vögel unter dem Himmel? Und das ist natürlich klar, das ist eine rhetorische Frage. Wenn die Vögel unter dem Himmel schon ernährt werden, dann werden wir auch ernährt und bekommen Stück für Stück, was wir brauchen, wenn wir Gott unsere leere Schale hinhalten. Haber na Haber, little by little, your pot will be filled. You will get what you need if you have faith. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche, und nächsten Montag gibt es dann wieder hier auf dem YouTube-Kanal Angedacht unter der Rubrik Was mein Leben reicher macht ein neues Video. Und Sie können das gerne abonnieren, und bis dahin sage ich Gott befohlen, alles Gute und Tschüss. Das war Angedacht, was dein Leben reicher macht. Jeden Montag ein neuer Impuls.